In diesem Video zeigen wir die Einstellung für PV-Überschussladen im Webserver der Weidmüller Wallbox-Familie AC Smart. Standardmäßig ist die Wallbox unter der IP-Adresse 192.168.0.8 zu erreichen. Als erstes wählen wir das Menü Load Management General und aktivieren Control Box. Um die Energiewerte aus dem Modbus-Zähler zu lesen, kann die Verbindung zum externen Messgerät auf RTU oder TCP eingestellt werden. Wir starten mit RTU. Die notwendigen Modbus-Einstellungen sind bereits für das Weidmüller Energy Meter voreingestellt. Anschließend speichern wir die Einstellungen ab. Kommen wir nun zum PV-Charging und aktivieren PV Optimized Charging. Unter PV-Mode besteht die Möglichkeit, zwischen Booster, Mixed oder Pure auszuwählen. Beim Pure PV-Mode wird nur geladen, wenn PV-Strom zur Verfügung steht. Mixed Mode bedeutet, es wird mit einem voreingestellten Mindestladestrom geladen. Mit Booster wird mit voller Leistung geladen. Nach einer bestimmten Zeit oder Energiemenge wird dann auf Mixed oder Pure Mode gewechselt. Setze PV-Mode After Booster auf Pure und Booster and Reason auf Energy. Das bedeutet, dass PV-Mode auf Pure umgeschaltet wird, sobald eine bestimmte Energiemenge erreicht ist. Die Energiemenge und Zeit werden in den unteren zwei Feldern eingegeben. Für den Mixed Mode folgen dann die Einstellungen für den Minimalstrom und die Anzahl der aktiven Phasen. Die Anpassung des Ladestroms erfolgt in 1 Ampere Schritten. Die Anzahl der Phasen kann von 1 auf 3 umgeschaltet werden, was die effektive Ladeleistung verdreifacht. Wir speichern die Einstellung wieder ab und kommen jetzt zum Anzeigen der Messwerte mittels RTU-Verbindung. Unter External Measurement sehen wir die Messwerte, die von der Wallbox alle 10 Sekunden abgefragt werden. Für die AC Smart Advanced besteht weiterhin die Möglichkeit, das PV-Überschussladen auf das Lastmanagement auszuweiten. Zusätzlich besteht noch die Möglichkeit, die Messwerte mittels TCP zu lesen. Dazu verwenden wir einen vorhandenen Zwei-Richtungszähler des Wechselrichters. Wir beginnen bei Load Management, klicken auf General und schalten bei Connection to External Measurement auf TCP. Dann speichern wir die Einstellung. Danach können wir unter External Measurement die IP-Adresse des Wechselrichters und den Port einstellen. Beachte aber, dass hierfür die Wallbox und der Zähler im gleichen Netzwerk sein müssen. Du kannst jetzt unter Energy Meter Preselection den bereits hinterlegten Wechselrichter auswählen. Die entsprechenden Registerwerte werden automatisch geladen. Wenn dein Wechselrichter nicht im Dropdown-Menü zu sehen ist, dann kannst du via Custom die Registerwerte manuell eintragen. Die dazu notwendigen Modbus-Register sind in der Dokumentation des eingesetzten Wechselrichters zu finden. Zum Schluss speichern wir wieder die Einstellungen ab. Anschließend sehen wir die Werte unter Value. Jetzt haben wir die Wallbox konfiguriert und können die Sonnenenergie nach Bedarf in unser Auto tanken. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Habt ihr Fragen rund um das Thema PV-Überschussladen, dann schreibt sie gerne in die Kommentare oder klickt auf die Links in der Beschreibung.